Ihnen, dem Malkasten und den Künstlerinnen und Künstlern gelungen, einen Gesamteindruck herzustellen, ohne dass eine bestimmte Reihenfolge da gegeben war. Außer die Wände, die gezogen wurden. Und die Farbharmonie ist angenehm, wenn ich den Raum betrete, wie mein Blick sich fängt auf bestimmte Bilder, das ist alles sehr angenehm, das finde ich super. Und da Sie da so bestimmte Fähigkeiten ja durchaus haben, in der, sag ich mal, in der Herstellung von Harmonie, als Gruppe, das ist eine ganz wichtige Fähigkeit. Ich glaube, dazu muss man sehr tief in die eigenen Gefühle eintauchen, um sowas hinzukriegen. Da Sie diese Fähigkeiten haben, finde ich das neue Projekt, was Sie vorhaben, auch bin ich ganz, ganz begeistert von. Herr Groß hat mir gestern erzählt, und ich habe es in der Zeitung gelesen, dass Sie die Plakate für die Musikgemeinschaft malen wollen, die in diesem Jahr unter dem Titel Ex Oriente, eigentlich heißt das Zitat Ex Oriente Lux, und das heißt, das Licht kommt aus dem Osten, Ex Oriente, also aus dem Osten, steht als Titel über diesen sechs Konzerten, und da gibt es also sechs Plakate. Und es wird eine kleine Gruppe schon geben, da kannst du vielleicht gleich noch was zu sagen, aus den Mitgliedern des Malkastens, die jetzt die Plakate entwerfen sollen. Und das finde ich wirklich ganz toll, weil das ist auch dann ein Ausdruck eines Zusammenhangs, den ich erst im letzten Jahr entdeckt habe und mit mir zusammen etliche Malerinnen und Maler, nämlich dass Musik und Farben auf der Grundlage von Stimmungen, Schwingungen zusammengehören. Man kann jedem Ton eine Farbe zuordnen. Wir haben das im letzten Jahr in der Venuspassage ausprobiert in der Insel. Ich hatte im letzten Jahr die ersten Klangtage, da habe ich das alles gelernt. Das war eine völlig neue Welt für mich. Schwingung ist eigentlich Physik. Musik ist, wenn du willst, eigentlich Physik. Und vielleicht Farben und Malerei auch der Umgang von natürlichen Gegebenheiten als Ausdruck der Seele vielleicht. Also als Ausdruck seiner selbst. Und da Schwingungen eine große Rolle spielen, wünsche ich Ihnen alle viel, viel Erfolg bei diesem ersten Versuch, Plakate für Musik zu malen. Und ich lege Ihnen dann nochmal ans Herz, sich die Ausstellung dieser planetarischen Stundenuhr, wie wir das genannt haben, in der Insel im Treppenhaus anzugucken. Das ist also die Zuordnung von Farben zu Tönen und Zeit über 24 Stunden, jeweils 2 Stunden, haben die Künstlerinnen und Künstler gemalt, 12 großformatige Bilder, hervorragend. Und ich lege Ihnen ans Herz, sich das anzugucken, und machen Sie was draus. Schönen Dank, viel Erfolg für Ihre Ausstellung, sie dauert 1,5 bis 2 Monate. Der erste Erfolg, den haben Sie schon, wir haben heute am Muttertagsvormittag ganz viele Leute hier versammelt. Und weiterhin wünsche ich Ihnen ganz viel Spaß und Erfolg und schöne Bilder. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich